wunderschönen guten Morgen in aller Herrgottsfrühe. Wir haben unsere Sachen gepackt und jetzt geht es weiter in die nächste Stadt. Wir sind jetzt hier angekommen, in unserem neuen Casa Particulares in Vinales. Und ja, so sieht das hier aus. Richtig schick. Und wir haben hier eine ganz, ganz flotte Family, die uns hier jetzt schon sicher eine Stunde lang alles erklärt hat, was man da alles machen kann. Und sie organisiert sie, alle sie. Tour. Genau, das ist sie da. Mango-Säftchen bekommen als Begrüßungstrink. Und ja, jetzt gehen wir dann nachher schnell etwas essen. Und dann nachher gehen wir da eine Tour machen, damit wir einfach mal ganz Vinales ein bisschen sehen. Und so sieht das so ein bisschen, seht ihr schon ein bisschen im Hintergrund, wie das da die schönen Berge und so hat. Und ja, morgen machen wir wieder eine Tour, aber das seht ihr dann alles. Jetzt gehen wir zuerst mal etwas essen. So, wir sind jetzt in einem kleinen privaten Restaurant. Wir haben da vorne den Eingang fast nicht gefunden. Wir lesen da einfach da so ein bisschen durch den Garten gelaufen von irgendwelchen Leuten und dann plötzlich sind wir hier angekommen. Aber das Essen sieht schon mal richtig gut aus. Ich habe einen Fisch und da gibt es noch Reis und Hördäpfel, Bohnen, Salat und du hast Poulet. Also tipptopp würde ich sagen. Und preislich ist es eigentlich auch noch in Ordnung. Wir zahlen jetzt 12 Cook, das ist etwa 12 Franken, also von dem kann man nichts sagen. Wir machen jetzt so eine Bus-Tour, die uns so ein bisschen durch ganz Vinales fährt und alle uns so ein bisschen die verschiedenen Orte zeigt. Und jetzt sind wir hier gerade am Mirador, also am Aussichtspunkt, wo man über das ganze Vinales-Tal sieht. Und das zeige ich jetzt. So, wir sind jetzt in der zweiten Station angekommen, da hinten seht ihr die angemalten Felsen. Schönen guten Morgen zusammen. Heute haben wir eine Tour gebucht und zwar gehen wir da mit dem Pferd irgendwie so zur Tabakplantage und es hat dann auch noch ein natürliches Pool, wo wir drinnen baden und so. Schauen wir jetzt mal, was uns da genau wird erwarten. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zum Treffpunkt und dann geht's los. Jetzt können wir da unsere Rössli fassen und ihr seht vielleicht, wir sind nicht die Einzigen, die das Vorhaben geplant haben heute. Und wir haben doch so eine kleine Gruppe an 6 Leuten da hinter mir, seht ihr die vielleicht. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, wie das rauskommt. Ja, du, Jenge. Jetzt. Jenge, um von wieder mal dann. Recha? Aha. No. Flexibel? Top. Aha, okay. Perfetto! So, wir sind jetzt hier auf unserem Pferd oben. Meins heisst Daikiri. Wie heisst deine Mami? Carmelo. Carmelo.
Und wir reiten da jetzt durch das Valle de... Caramelo. Valle de Vinales. Und das sieht so aus. Richtig schön. Und ja, die Sonne scheint heute auch gar nicht so stark. Es ist recht bewölkt. Das ist nämlich perfekt, weil sonst würdest du dich da einfach verbrennen auf dem... Dann Rösser. Sie haben uns auch gesagt, wir sollen langärmiges Zeug anlegen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Aber ja, bis jetzt ist das also ziemlich angenehm und da, das Pferd macht einen sehr guten Job, würde ich mal sagen. Hä, Taigiri, super, hä, machst du das. So, da hinten seht ihr vielleicht die Pflanze. Das ist Marihuana. Ich hoffe, mein Pferd frisst nicht zu viel von dem. Also, er hat uns versäckelt. Hast du keine Marihuana gesehen? Eine Pflanze, die ähnlich wie ein Hörtöpfel ist. Hat auch mal recht so ausgesehen. Stopp, stopp. Ja, gut, weiter geht's. Wir haben jetzt hier einen ganz speziellen Raum zum Probieren bekommen. Und zwar der wird aus Honig gemacht und aus ganz speziellen Pflanzen. Und der ist sehr limitiert, also den kann man da auch nie kaufen. Und auf dem Schwarzmarkt wird er für irgendwie 80 Franken verkauft und da kostet er jetzt 20. Aber sonst in den Läden kommen die eben nie rüber, nicht so wie Bacardi oder Havana Club und so. Darum ist der sehr, sehr beliebt und den kommen wir eben fast nur da rüber. Den haben wir jetzt probiert. Oh! So, das sind da jetzt die Kaffeebohnen. Und die werden da ganz ohne irgendwelche Hilfsmittel geerntet. Das ist alles von Hand oder mit, keine Ahnung, mit... Einfach ohne irgendwelche Zusatzstoffe und so, das wird einfach von Hand da gepickt. Und danach werden die getrocknet und gestampft und danach sind sie ja ready zum Machen. In der Regel mischen sie es da mit Honig, mischen, nicht mit Zucker, weil das ist gesünder. Finde ich auch gut. Und der Raum hat richtig gut geschmeckt. Ja, Kaffee haben wir jetzt da Käse bekommen. Aber vielleicht kommt das dann noch. Jetzt haben wir da noch einen kleinen... Cool ankommen, wo wir hier noch baddeln können. Da hinten hat es noch ein Schwein. Ich glaube, das können wir jetzt nicht essen. Da hinten spielt noch einer mit der Gitarre, ein bisschen kubanische Musik. Und jetzt hüpfen wir da, glaube ich, noch schnell ein bisschen ins Wasser. For the beginning to the tour, I show you to the seat of tobacco, okay? Open your hammer. Ah, please, you see me. Yeah, the best quality. The best quality is the light. The light. Very, very light. It's the same for my cigar. My cigar here, this is organic cigar. Biologic cigar. Without chemic, without pesticide, without nicotine, without nothing. After you finish the recollection leaf, all the leaf pass here for inside the house, the dry leaf. Okay? Later you go inside, see if you want for you take a picture. Okay? For maximum 50 day, 5-0. And 50 day, all the leaf come here, the color green, the color yellow, and the color brown. When you see the leaf, the color brown is still ready for the dry leaf. And then 90% sell it for the government. Obligatory for everybody people. 90%. 10% stay here for myself. For rolling my cigar, for I give you one, if you want you tasting, or maybe see you like you buy more cheaper. And the factory, organic cigar, for your friend, for souvenir, I don't know. And you cut the head. Depend the cigar you're rolling, you give you the quantity of the leaf, okay? Why? In Cuba we have 33 mark of cigar and 250 different size, okay? Fíjate.
Perfecto. Turn round. Round. Smoke. Stronger. Look. Okay. Look, my friend. Look. Depends on the size. Maximum 15. Okay. So, wir sind jetzt fertig da mit unserer Tour. Jetzt haben wir eben da geschaut, wie es Kaffee produziert. Wir haben ein bisschen Raum probiert, wir können schwimmen und jetzt haben wir noch einen Tabak oder eine Zigarre können rollen. Wie hast du gefunden, Mami? Das war ganz gut. Empfehlenswert, ja, oder? Sehr, also, wenn ja. Ihr da reinkommt. Ohne Nikotin. Ohne Nikotin, ja. Also mit natürlich der Horse Ride war auch noch inklusive. Und eben die Zigarre ist ganz speziell, wie die das herstellen. Der tut wirklich dort den Strang in der Mitte, dort, wo das Nikotin drin ist, der zieht das komplett ab. Also die Zigarre hat null Nikotin drin. Und er tut die Blätter, tut die, glaube ich, für 4 Monate oder so, tut er immer in Vanille, Honig und etwa 4-5 verschiedene Zutaten. Tut es immer jeden Tag einlegen. Und danach tut er sie eben rollen und tut sie dann nachher verkaufen. Und der Rest, 90% der Blätter, gehen dann nachher an die verstaatlichten Fabriken von diesen Zigarettenherstellern. Und die ist eben ganz natürlich, also ohne Pestizide, nichts. Und er tut zum Beispiel Honig auch brauchen, um damit es zusammenklebt und so. Also alles kein Nikotin, kein Zusatzstoff, alles Vollnatur. Und das ist noch cool, aber es schmeckt natürlich gleich so wie ein Zigarre und ich habe eben den Geschmack nicht so wahnsinnig gern. Von dem her haben wir jetzt auch gerade keinen gekauft. Aber er hat noch spannende Sachen erzählt, dass zum Beispiel alles eigentlich verstaatlicht ist. Also das Land ist verstaatlicht, eben die Zigarrenhersteller, die Produktionsstätten, die Fabriken sind alle verstaatlicht. Eigentlich gehört alles dem Staat da in Kuba. Das ist nicht nur bei den Zigarren, sondern auch bei den Restaurant zum Teil, beim Raum, zum Beispiel Havana Club und so, das gehört auch alles zum Staat. Von dem her ist es etwas speziell da. Ja, gut für den Staat, nicht so gut für die Leute, aber ja, die kommen schon irgendwie zu Schlag da unten. So, das war es jetzt also von diesem Erfolg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Übrigens, abonnieren nicht vergessen. Für diejenigen, die nicht wissen, wie das geht, könnt ihr mir schreiben. Also, macht's gut. Ciao, ciao.